Willkommen bei Fast Forward Science, dem Wettbewerb für Wissenschaftsvideos. Ja genau, die Jury hat getagt und entschieden. Und ich war dabei und weiß, wer gewonnen hat. And the winner is... Tja, zu früh gefreut, wir verfolgen hier die Scheibchentaktik. Ab sofort rücken wir täglich mit genau einem Finalisten raus, also einem der drei Videos, die in jeder Kategorie am besten bewertet wurden. Apropos Kategorie, da gibt's jetzt mal eine echte Neuigkeit. Wir haben nämlich nur noch drei davon. Next, Pro und Kommunikation. Die Kategorie Kontrovers wurde von der Jury außer Kraft gesetzt, quasi aufgehoben. Warum? Die Videos, die in diese Kategorie eingereicht wurden, haben sie einfach nicht überzeugt. Ihrer Ansicht nach haben zu wenige von ihnen echte Kontroversen ausreichend dargestellt. Darum. Stattdessen vergibt die Jury in diesem Jahr den Spezialpreis der Jury. Lasst euch überraschen. Jetzt noch was zum Ablauf. Alle neuen Finalisten, die wir in den nächsten Tagen präsentieren werden, rufe ich kurz vor höchstpersönlich an, damit ihr eure Nominierung auf keinen Fall verpasst. Dann heißt es Ruhe bewahren. Bis zum 6. November. Dann nämlich hat das Warten, Bibbern, Schwitzen, Hibbeln und Bangen ein Ende. Denn dann verkünden wir die Gewinner. Und das fast eine ganze Woche vorher, als wir es ursprünglich geplant hatten. Alle Gewinner laden wir am 12. November nach Karlsruhe ein, zur offiziellen Preisverleihung auf dem Forum Wissenschaftskommunikation. Es wäre also ganz praktisch, wenn ihr euch diesen Termin für den etwaigen, unwahrscheinlichen Fall das einfach mal freihalten würdet. An dem Abend wird übrigens auch das Geheimnis um den Spezialpreis der Jury gelüftet. Gespannt wie ein Flitzebogen? So soll es sein. Tschüss!